Also ich danke mal ganz herzlich für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Es ist für mich das erste Mal und ich bin irgendwie gekommen und denke mir, es ist wirklich einer der schönsten Orte, glaube ich. Und ich habe gehört, irgendwie, dass viele der landwirtschaftlichen Fachschulen an so schönen Orten sind. Und das kann kein Zufall sein. Ich sage immer, die Orte suchen die Menschen suchen die Orte. Also hier ist das, glaube ich, ganz, ganz passend. Es ist heute schon vorgekommen, das Thema Nachhaltigkeit. Also heute, auch das ist der Schwerpunkt sozusagen, diesen internationalen Tag der Hauswirtschaft auch irgendwie mit dem Thema der Nachhaltigkeit zu verbinden. Und deswegen ist das jetzt für mich auch ein Anlass, gleich einmal über diesen Begriff ganz kurz irgendwie nur zu reflektieren. Weil mit der Nachhaltigkeit ist es so, heute ist ja mittlerweile alles nachhaltig. Also es ist einer der missbrauchtesten Begriffe überhaupt, fangen wir mal so damit an. Es gibt keine politische Partei, es gibt irgendwie keine große Industrie, es gibt eigentlich niemanden, keine Bank, niemanden, der nicht irgendwie, wenn man dann die Homepage aufmacht, irgendwo finden sie den Begriff der Nachhaltigkeit. Sie arbeiten alle damit. Was oft irgendwie dahinter steht, ist nichts anderes als in sehr vielen Fällen ist es ganz einfach die Marketingabteilung und das ganz einfach der Begriff der Nachhaltigkeit etwas ist, irgendwie, den man mittlerweile irgendwie sehr breit verwenden kann. Im Prinzip, und das wissen Sie gerade an diesen Schulen, kommt da, wenn man irgendwie den Spuren nachgeht, und da sind wir irgendwie wirklich bei 1713, nämlich irgendwie aus dem Begriff der Forstwirtschaft, und das bringt es auf den Punkt, weil es geht eigentlich darum, dass dem Wald nicht mehr entnommen werden soll, das natürlich nachwächst. Das ist ein Begriff, der damals von Oberberghauptmann Hans Karl von Carlowitz geprägt worden ist. Und es geht ganz einfach, und wenn man sich das deutlich macht, dass es wirklich um ein Denken an andere Generationen geht, dann ist es das, was eigentlich wirklich im Begriff der Nachhaltigkeit steckt. Und da wage ich gleich jetzt einmal am Anfang zu bezweifeln, ob das überall dort, wo irgendwie der Begriff der Nachhaltigkeit heute verwendet wird, ob das auch wirklich irgendwie eine Tatsache ist. Und wenn man sich jetzt anschaut, wenn es um Ernährung geht, und hier geht es halt ganz stark um Ernährung und um Landwirtschaft, dann hat das ganz stark mit Nachhaltigkeit zu tun und es hat vor allen Dingen globale Auswirkungen und Implikationen, aber auch individuelle. Und auf diesen zwei Ebenen würde ich sozusagen heute gerne in diesem Impulsreferat mit Ihnen, da gibt es ja nachher auch Zeit irgendwie zu diskutieren, sozusagen diese Gedankenanstöße geben. Auf einer globalen Ebene meine ich damit, wenn es um Landwirtschaft und wenn es um Ernährung geht, Sie wissen alle, dass es den Klimawandel gibt, es würde niemanden geben, also bis auf den amerikanischen Präsidenten gibt es irgendwie niemanden, der ernsthaft bezweifelt, dass wir einen Klimawandel haben und dass wir die Folgen spüren. Ich habe jetzt gerade wieder mit Waldviertler Mohnbauern gesprochen, die haben einen unglaublichen Ernteausfall irgendwie im vergangenen Jahr gehabt und wir haben gerade ein riesiges Problem irgendwie mit der Mohnversorgung, weil das Waldviertel zum Beispiel das extrem spürt, was sich da abspielt. Also das ist einmal ganz unbestritten und Ernährung und Landwirtschaft haben ganz wesentlich damit zu tun. Weil Ernährung und Landwirtschaft sind definitiv, so wie wir es zurzeit betreiben, sind diejenigen, die in einem riesigen Ausmaß schuld sind irgendwie am Klimawandel. Weil die industrialisierte Landwirtschaft, das sind irgendwie jene, wenn es irgendwie wirklich geht um Artensterben, um Umweltvergiftung, Wasserknappheit, vermeidbare Krankheiten, Kinderarbeit, das ist all das, was in der industrialisierten Landwirtschaft steckt. Das heißt, auf der globalen Ebene richten wir den Planeten ziemlich zugrunde mit dem, wie wir Landwirtschaft und Ernährung oder wie die Welt sie betreibt. Wenn das jetzt immer so ist, das heißt, die anderen sozusagen sind daran schuld, das ist nicht so, weil wir Österreicherinnen und Österreicher, da gibt es den Begriff des ökologischen Fußabdrucks, wir verbrauchen gleich einmal 2,5 Erden. Also wenn jeder irgendwie so leben würde wie wir, dann würden wir eh schon jetzt 2,5 Erden brauchen. Das heißt, wir haben ganz, ganz viel und Österreich ist überhaupt kein Land der Seligen, weil bei uns ist zum Beispiel die Klimaerwärmung irgendwie sogar noch höher als im Durchschnitt, irgendwie, wenn es um die weltweite Klimaerwärmung geht. Das heißt, wir haben da schon unsere eigenen Hausaufgaben auch zu machen. 40% aller Treibhausgasemissionen werden durch industrialisierte Landwirtschaft und durch die Art, wie wir Lebensmittel produzieren, wie wir es quer durch die Welt schicken, wie eigentlich es keine Kosten, keine realen Kosten, die werden irgendwie niemals hochgerechnet. Und wenn man das irgendwie alles bedenkt, dann, wie gesagt, dann hat das einen ziemlichen Impact. Vom Artensterben ganz zu schweigen, das wissen Sie sicherlich auch, wenn Sie in der Landwirtschaft tätig sind. Wir haben mittlerweile in Europa 75% unseres Saatguts verloren, auf den Feldern, auf den Äckern, in den USA sind es 90%. Das heißt, Saatgut verschwindet und Arten verschwinden in einer Vehemenz, dass wir eigentlich ununterbrochen demonstrierend irgendwie hinausgehen müssten und darauf aufmerksam machen, irgendwie, was hier eigentlich passiert. Und das kann man an kleinen Beispielen festmachen, wie an den Äpfeln. Also wenn man nur dieses Beispiel irgendwie, das ich immer gerne habe, weil es das so auf den Punkt bringt, um 1900 haben wir 4000 Apfelsorten in Österreich gehabt, heute sind es 400 und da wird jeder Einzelne schon mitgezählt, irgendwie von dem Pomologen, der irgendwann am Garten steht. Und Sie wissen, wie viele Äpfel es in Supermärkten gibt. Sind wir dann bald beim Kochen, weil wenn man nämlich gut kochen kann und gern kocht, dann weiß man, dass man den meisten Äpfeln aus dem Supermarkt mal keinen gescheiten Apfelstrudel machen kann, weil da braucht man ganz andere Äpfel dafür. Das heißt,
Also auf einer großen Ebene irgendwie müssen wir wirklich ganz radikal umdenken. Und da sind wir jetzt irgendwie bei Slow Food. Wir sagen, dass das ist eine Non-Profit-Organisation, die jetzt seit über 30 Jahren sich weltweit in 160 Ländern dieser Erde um sehr viele Projekte irgendwie annimmt. Und zum Beispiel hier in Österreich ist, glaube ich, eines der absoluten Vorzeigeprojekte in Kärnten beheimatet. Da werden wir, das ist Slow Food Travel und also eigentlich mittlerweile ein ganzes Bundesland. Also da hat sich so viel an getan, wo es darum geht. Also wir haben so diesen Slogan, die Lebensmittel sollen gut, sauber und fair sein, was nichts anderes heißt, als dass sie herausragend schmecken sollen. Aber vor allen Dingen nachhaltig, wahrhaft nachhaltig produziert sein. Das heißt, dass sie weder Mensch, Tier noch Umwelt Schaden zufügen. Also wenn man so diese Kriterien anlegt, da kann man schon viel der Produktion, würde so nicht funktionieren, wie wir das zurzeit machen. Und dass sie den Produzentinnen und Produzenten einen fairen Preis einbringen sollen. Weil wir sind immer ganz schnell irgendwie bei dieser Preisdiskussion, weil all das, was wir wollen, ist ja so wahnsinnig teuer und das können sie die Menschen irgendwie nicht leisten, sich irgendwie so zu ernähren und diese Lebensmittel zu kaufen. Darauf können wir dann irgendwie gern noch eingehen. Ja, und wenn man sagt irgendwie, dass sozusagen Lebensmittel gut, sauber und fair sein sollen, dann gibt es davor, ganz einfach vor diesem Hintergrund, braucht es ganz viel Engagement und ganz viel Umdenken. Weil wir haben unseren Slowfood-Gründer, der heißt Carlo Petrini, ist ein sehr charismatischer Vorreiter und der sagt zum Beispiel, ist ein bisschen provokant zugegeben, man sollte eigentlich kein Lebensmittel kaufen, wo ein Barcode drauf ist. Wenn man das überlegt, dann kann man eigentlich, aber es impliziert irgendwie, wo kriegt man die Lebensmittel her, was steht dahinter und was verbinden wir mit Lebensmitteln? Und wenn man das dann konkret umlegt, würde es heißen, man lernt wieder die Produzenten und Produzentinnen, die Erzeuger kennen, die Lebensmittel herstellen, kauft es am besten direkt bei ihnen. Ich weiß, das ist in unserer Welt, das ist eine romantisierende Vorstellung und für viele nicht umsetzbar, aber es geht um das Gedankenexperiment. Wir sagen auch zum Beispiel, dass die Menschen wieder die Hände derer kennenlernen sollen und wollen, die ihre Lebensmittel produzieren. Da sitzt, die Conny sitzt hier und deswegen, da gibt es das wunderbare Projekt irgendwie mit Afterwork am Bauernhof, das wir auch irgendwie unterstützt haben. Und genau das ist es eigentlich. Sie bringt genau das auf den Punkt. Man geht mit den Menschen wieder dorthin, wo die Lebensmittel erzeugt werden. Und was sie dabei dann ganz einfach erleben ist, in dem Moment, wo man direkt in Verbindung kommt mit Lebensmittelproduktion, verändern die Menschen ihren Blick drauf. Das heißt, wenn sie dieses Bild von die Hände derer wieder zu kennen, dann sind sie wieder in Kontakt getreten mit jenen. Weil das ist das, was die Menschen heute verloren haben. Sie haben in den meisten Fällen irgendwie verloren, wie Lebensmittel eigentlich hergestellt werden. Keiner ist heute irgendwie dabei, wie das Brot gebacken wird, wie Käse entsteht. Und Sie können die Leute irgendwie draußen fragen. Sie wissen oft nicht mal, da gibt es irgendwie so, manchmal gibt es ganz witzige Erzählungen, wenn Menschen irgendwie gefragt werden. Ich kenne das hier von der Schule, von der Gartenbauschule in Wien. Die haben so einen Tag der offenen Tür gehabt und haben zum Beispiel Leute gefragt, wie bestimmte Gemüsesorten wachsen. Und beim Sauerkraut haben die so Schlankerl aufgezeichnet, irgendwie so. Die wachsen so am Feld. Also da gibt es wirklich sehr skurrile Dinge, das glaubt man nicht, sicherlich nicht Sie als Fachleute, aber das ist ganz einfach so, wenn man die Leute fragt. Und wenn ich Ihnen jetzt sage, dass das wichtig ist, dass man die Produzenten und die Lebensmittel kennenlernt, komme ich zu etwas ganz Wichtigem, dass nämlich die Industrialisierung unserer Lebensmittel, das hat wirklich dazu geführt, das ist eigentlich der Punkt, dass die Menschen vollkommen entfremdet sind irgendwie davon. Also dass sie wirklich in keinster Weise mehr in Beziehung treten können dazu und damit haben die Lebensmittel auch ihren Wert verloren. Und dabei sind wir auch bei diesem gesamten Komplex der Lebensmittelverschwendung. Weil dass wir weltweit ein Drittel aller Lebensmittel wegschmeißen und schon wieder, wir sind hier in Österreich schon wieder keine Insel der Seligen und ich denke mir immer, weil ich so viel jetzt seit 3 Jahren so mein ganzes Leben rund ums Brot und ums Brotbacken kreist, es hat nur eine Generation gebraucht, für meine Mutter wäre es undenkbar gewesen, das Brot in den Müllkübel zu werfen, das war eine Kriegsgeneration. Meine Generation schon, da führt also Brot und Gebäck führen die Hitliste sozusagen, den ersten Platz an verschwendeten Lebensmitteln an. Wir hauen das tonnenweise in den Müll. Und was da sozusagen auch auf einer spirituellen Ebene, kann ich auch sagen, passiert ist, wie wenig es an Wertschätzung gibt, das ist auch durch die Art der Produktion passiert, weil es eben so wertlos geworden ist, weil es irgendwie keinen Preis hat, weil es nur über den Preis berechnet wird und nicht über den Wert. Das ist dasselbe mit den Transportkosten. Wenn ich nie die Warenkosten mit einrechne, dann kam diese Gurke aus der südspanischen Landwirtschaft, wo die Menschen irgendwie ausgebeutet in den Baracken leben und um 350 Euro irgendwie im Monat arbeiten unter grausamen Bedingungen und dann wird uns das noch als Bio-Paradeiser verkauft, also oder Bio-Tomate, in dem Fall sage ich nicht einmal Paradeiser. Also Sie merken, das hat so ganz viel und deswegen ist es so, die Landwirtschaft und die Ernährung, das ist so ein ganzheitliches Konstrukt, das man auch nur so anschauen kann. Man kann nicht irgendwie fragen, da ist es teuer, da ist es wertig und dort ist es billig, sondern man muss sich von dieser globalen Ebene eben auch der individuellen nähern.
Und wenn man irgendwie auf der individuellen Ebene sind, dann haben, das ist ja auch interessant, auf einer globalen wieder, haben noch nie so viele Menschen, also es hungern 800 Millionen Menschen und es sind 1,2 Milliarden übergewichtig. Also das hat sich zum ersten Mal komplett umgedreht. Und was auch durch diese Industrialisierung der Lebensmittel passiert, nicht nur die Wertlosigkeit, sondern auch irgendwie die Wertlosigkeit bei der Ernährung, wenn es um den eigenen Körper geht. Und dass den Menschen eigentlich nicht mehr bewusst ist, dass das, was sie essen, dieser Spruch, du bist, was du isst, es gibt nichts Wichtigeres und nichts Richtigeres als das. Und weil das ist wirklich das einzige Konsum, sozusagen das Gut, das sie konsumieren und kaufen, dass sie sich selbst einverleiben und das zu einem Teil von ihnen wird. Und es wird weniger Dinge, weniger wertgeschätzt als dem, was an Lebensmitteln gekauft wird. Wenn ein Handy gekauft wird, dann wird mit den Freunden diskutiert, dann werden irgendwie die Preise recherchiert, dann wird unglaublich viel Aufwand getrieben irgendwie um den Preis irgendwie des Handys. Und in den Schulen erlebt man das zum Beispiel ganz stark. Also ich habe 4 Kinder irgendwie, wo 2 nicht mehr in der Schule sind, 2 noch in der Schule sind. Das war immer die Diskussion sozusagen. Ich habe ein Bio-Projekt dort ins Leben gerufen mit Bio-Jause und mit Obst und mit einer Bio-Jause und einem Weckerl um 1,50 Euro. Und ich habe immer nur diskutiert im Turnsaal mit den Eltern über den Preis, über diese 1,50 Euro. Und wir haben es sogar irgendwie abgefedert gehabt. Wir haben dann irgendwie, ja natürlich, einen Sponsor dabei gehabt für jene, die es nicht leisten können. Und ich schwöre dann, mit denen habe ich am meisten diskutiert, die dann irgendwie 3 Gameboy-Spiele im nächsten Monat gekauft haben. Also diese Wertigkeit, und dann haben die Kinder irgendwie unglaubliche Handys in der Hand, das erzählen wir dann meine und sagen, aber die Bio-Lebensmittel, die können wir uns nicht leisten, oder das geht nicht irgendwie. Und dann haben sie irgendwie die teuersten Handys. Da ist so viel aus dem Lot geraten und deswegen geht es immer wieder um diese Prioritäten, die zu setzen und sich das irgendwie auch bewusst zu machen. Ich weiß, ich darf nicht so lange reden. Ein bisschen noch. Ich habe das nämlich ein bisschen länger vorbereitet gehabt und dann ist es ein bisschen zurückgefahren worden. Aber ich bemühe mich gleich zum Schluss zu kommen. Wir können dann eh noch diskutieren. Weil was mir in dem Zusammenhang so wichtig ist, an den Schulen wird alles Mögliche gelehrt und das ist auch wichtig so. Gerade an der maturiert irgendwie, das ist alles super irgendwie. Nur was nicht gelehrt wird, das ist die Ernährung und das Kochen. Und das ist, und deswegen, das ist für mich das wichtigste Plädoyer, Kochen ist eine Überlebensfähigkeit. Wer nicht kochen kann, kann sich und seine Familie nicht ernähren und nicht vernünftig ernähren. Wir müssen, die Menschen müssen wieder kochen und das Kochen im Alltag ist verschwunden. Und es korreliert in keiner Weise damit, auch wenn sie 100.000 Kochshows im Fernsehen haben, das ist wurscht. Deswegen kochen die Leute zu Hause nicht. Was sie tun, das ist eine Ersatzhandlung. Das heißt, auch die Kochbücher, die es auf dem Markt gibt, offensichtlich das, was früher das war, dass man bei der Mutter in der Küche gesessen ist und diese Erinnerung, die einen dann noch nähert, lange danach, wo man an diesen wunderbaren Geruch und an diese Erinnerungen denkt, die Ersatzhandlung ist heute geworden, dass man sie vor den Fernseher setzt und sie irgendwie die Köche anschaut. Nur was die da drinnen kochen, wird nie zu Hause gegessen. Die Leute schieben die Pizza irgendwie in die Mikrowelle und die Leute machen ganz was anderes, essen die Chips, während sie denen zuschauen, die da die super Gerichte kochen. Abgesehen davon, dass die super Gerichte kochen, ihr kriegt manchmal die Krise, wenn man nämlich sieht, wie mit Lebensmitteln umgegangen wird, weil sie dann zum Beispiel das Gemüse so schneiden und wumm, geht das alles im Müll. Wenn man denkt, das kann irgendwie was, also wem will man sowas vermitteln irgendwie, also wie die sogenannten Haubenküche auch wieder dies. Es ist alles so nicht achtsam, also auch da. Es fehlt so sehr diese Achtsamkeit. Und für mich ist deswegen dieser Begriff zu Slow Food immer, wenn ich gefragt werde, sage ich, es geht nicht ums langsame Essen, es ist super langsam zu essen, aber es geht um die Achtsamkeit. Es ist so ein Plädoyer dafür, irgendwie achtsam mit Ernährung umzugehen, mit Lebensmitteln umzugehen, weil es kann nicht so sein, dass mit all diesen Prioritäten Verschiebungen, die es gegeben hat. Und das ist heute noch, und heute, wie ich Ö1 gehört habe in der Früh, das Morgenjournal, habe ich mir gedacht, das passt super zu diesem Tag hier, weil es von der WHO wieder dieses Anprangern gegeben hat, und zwar der Werbung, die mittlerweile in allen Online-Kanälen irgendwie ist, für diese entsetzlich industrialisierte Kindernahrung, für all dieses Süßzeug, dass die Kinder irgendwie, die online unterwegs sind, ununterbrochen zugekübelt werden irgendwie mit dieser Werbung. Und die Industrie hat eine unglaubliche Macht. Und manchmal, wenn ich irgendwie so durchverdenke, denke ich mir, das ist ein Wahnsinn sozusagen, wo das alles steht. Und was dann dazu kommt, und in den Schulen stehen noch immer die Süßgetränkeautomaten, obwohl wir die Zahl der Adipositas auch extrem steigt irgendwie, also auch Diabetes im Kindesalter steigt extrem. Und passieren dort, also ich sage das jetzt einmal so provokant, relativ wenig. Und es gibt immer engagierte Einzelprojekte, die verfolge ich schon über viele Jahre an Schulen, ganz engagierte Menschen, die dahinter sind, aber dass es so einen politischen Konsens geben würde, dass wir da wirklich was ändern müssen und was tun, den vermisse ich seit vielen, vielen Jahren auf breiter Ebene und bin auch, haben wir es schon selber oft genug den Schädel eingerannt beim Versuch sozusagen da etwas auf die Beine zu stellen. Und deswegen ist natürlich dieser internationale Tag der Hauswirtschaft, rein darüber zu reden, Ideen und Gedanken zu investieren und jetzt ein Forum auch zusammenzuholen,
Sie schaut mich an, ich höre sofort auf. Wir können ja noch diskutieren. Kommen jetzt irgendwie die anderen zu Wort. Und ich danke Ihnen auf jeden Fall jetzt mal für Ihre Aufmerksamkeit.